Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde, willkommen zurück zum Splatfest mit dem awkwardsten Thema überhaupt. Wir spielen Klopapier, vorne gegen vorne, weil niemand sich traut, hinten zu nehmen. Nein, wir gehen alle rechts, gut, dann gehe ich durch die Mitte. Yay, Mitte. Team Mitte, M-I-D-D-E. Oh shit, die kommen angeschissen. Oh, verpiss dich. What? Pow, pow. Oh nein, die haben schon wieder meine Lieblingsregenwolke. Heißt schon wer? Hi, da war ein doofer Gegner. Ich habe auch eine Regenwolke. Miau. Ey, was? Was war das? Ach, der hat so viele Regenwolken. Da kommt einer. Oh shit, Gegner, danke, dass die Gegner haben auch einen Schirm. LOL! Ah, hinter dir, um dich. So viele! Dammte da. Ich werde mal ein bisschen ausdünnen. Nein! Du meinst einfärben hoch an unserer Basis? Nee, ausdünnen. Mann, ihr müsst das Spiel mal spielen, wenn ihr hochladet, weil dann sind voll die lustigen Längs dabei. Ja. Da sterben die Leute manchmal 10 Jahre später erst. Das ist nicht wahr. Ist nicht wahr, hat er nicht gesagt. Ja. Bei unserer Basis bin ich eigentlich. Hier sind viele Leute, Hilfe! Machen, das zu tun. What the fuck? Liegt das an mir oder sind die Leute wirklich echt schwierig auseinanderzuhalten? Was? Ja, der Gegner ist gerade einfach in unserer Farbe rum. Die sind alle schwarz! Also irgendwie ist der. Schon das Racist! Ich bin tot. Nein, Racist. Ist was anderes. Leck mich, was soll das denn? Warum ist so zu Base eigentlich so beschissen? Alle tragen gerade die gleichen Shirts, das geht mir voll auf den Sack. Hier ist einfach nichts eingefärbt bei unserer Base. So scheiße. Das ist nicht wahr. Ja, das ich sag ja. Nicht wahr. Ich hab einen fast mit der Ulti gekillt. Wow. Ja, ich bin stolz auf mich. Cool. Nein! Doch. Irgendwie ist das schon wieder eine. Ich glaube, unsere Waffenkombi war jetzt ein bisschen dreist gewählt, weil nichts von uns färbt ein. Doch, ich färb voll viel ein! Ich hab's nicht gesehen. Ja, aber du zählst nicht. Das ist ja alles blau, wie geht denn das? Oh nein. Naja, es ist wenigstens für unser Team, also wow. Nein! Ich bin nicht. Und als wenn. Lass Wender. Ich mag die Shotgun. Die warten doch nur da oben. Wieso kann ich die Robobombe nicht abknallen, bevor die explodiert? Was soll denn das? Nein! Das! Gaylord! Der Typ, ne, der ist echt. Sag, der hat pinken Schirr, ich weiß. Dreimal, und wie viele Punkte habt ihr? Ich glaube, ich habe nicht mitgespielt. Wir waren einfach alle AFK. Geil. Ich glaube, diesmal war unsere Waffenkombi nicht so geil. Ich hatte 1085 Punkte. Ich hatte 400. 773. 741. Ja, Mist. Dann bin ich. Ja. Wir müssen da zusammen rein. Ein Färber mit mir für die Waffengewalt. Ja, ja, und ich merke, die Map geht auch nicht für Doppler, irgendwie. Also auf der Map müssen wir so schnell wie möglich in die Mitte. Ja, ich nehme wieder meine Airbrush. Weil von da aus kann ich möglichst viel zurückhalten und dann können wir einfärben. Und ich kann nicht verteidigen. Dann könnte einer sich zurückfallen lassen und wieder einfärben. Ich verteidige dich mit meiner Shotgun-Regen. Okay, Shotgun. Ist ein Schatz. Alles klar. Fuck yeah. Alles klar. Voll die Technik und jetzt nur wieder. Ey, ihr spielt übrigens wieder gegen Vorwärts-Fans. Bestimmt. Vorwärts. Ich spiele jetzt erstmal bestimmt gar nicht, ja? Wie, ihr spielt nicht? Piu, piu, piu. Ja, scheinbar. Ach so. Was auch immer. Was soll da eigentlich wieder diese Vorwärts-Power? Was soll das? Das ist positives Denken. Sobald du 7 Matches hast, bist du eingerankt mit einem speziellen Powerwert. Der sagt dann ungefähr, dein Team ist so und so stark. Nein, du bist so und so stark. Die Teampower, die steht immer am Anfang dran. Das ist also nochmal ein Matchmaking, so Kill-Death-Rate quasi, ja? Ja, nur halt, dass es nicht nur um Kill-Deaths geht, sondern um allgemeine Gutigkeit. Um deine allgemeine Gutigkeit. Ja.
Deine Güte. Gutigkeit. Wenn man Rückwärtspower hat, hat man dann, Down-Syndrom. Fan-Rankings. Nicht auf Pikachu! Die sind ja eigentlich sind die ja nur Semi-Level. Habt ihr gerade nicht aufgepasst, das sind die gleichen Gegner. Ja, hab ich doch gesagt, da sind sie wieder, halt's Maul. Shit. Die gleiche Map! Diesmal Revenge, Alter, Revenge. Ja. Ich geb schon mal auf. Wer kann für mich eine Spur in die Mitte ziehen, dass ich gleich voran kann? Ich glaube nicht, dass ich schnell genug meinen Regenschirm schießen kann. Aber no, wenn der schnell genug ist, dann viel. Oh, der hat sich an der Wand verhangen. Ich wollte helfen. Ich schwöre. Was war das denn? Da ist das Pikachu, wie ist scheiße. Ich bin das bessere Pikachu. Fuck you! So, oh, Alter. Den hast du gemacht. Du mit deinem scheiß Schirm kannst noch baden gehen. Er meint nicht dich schon, er meint nicht dich. Nee, der andere Schirmi. Was, du meinst mich? Ja, schon wer meint dich, du bist scheiße. Hehe. Jemand hinter uns. Ach, ich hasse diese Wolke der. Diese Wolke. Diese Wolke. Ich hab mein Special ready und ich habe die seltene Gelegenheit, dass ich keine Ahnung habe, wo ich ihn hinschießen soll. Okay, Ziel erfasst. Fuck! Und schaut die Karte an. Was ist falsch? Unsere Base ist falsch. Dass wir nicht in unserer Teamfarbe spielen, vielleicht? Ja, gut. LOL! Du Bitch! Da ist einer in der Mitte oben. Ja, ich kann nicht einfärben, das habe ich aber schon tausendmal gesagt. Marci muss die Base einfärben, wenn er kann. Ach, ich weiß, komm nicht, schon, das ist doch nicht mehr normal. Ja, Arschleck, mein Freund! Die sind mehrfach zu mehr. Die debuffen mich alle! Alle. Will grün sein. Meine Fresse. Ich hab nicht getroffen, leck mich am Arsch. Shit. Es hat er mich doch glatt mit dem Blaster um die Ecke getötet. Cool. Cool. Zugriff. Da landet einer! Gandalf. Was ist das denn? Gandalf der Graue! Was ist das denn für eine komische Wolke? Die slowt ja. Ja, und macht deine Tintenregeneration für den Arsch. Lel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 
Achso, und die kannst du dann irgendwann verteilen. Ja, wenn du, irgendwie 20 Stück davon hast oder so, dann kannst du. Das heißt, du musst Kleidung immer wieder aufleveln und kaputt reißen. Ja. Sozusagen. Was man davor eh schon gemacht hat. Du kannst halt sagen, gut, jetzt mache ich mir ein Shirt mit viermal dem gleichen, wenn ich will. Ich finde es ganz nett, weil davor war es ja komplett Zufall und jetzt ist es halt so, wenn du lang genug Pech hast, dann kannst du es doch machen. Ja. Ja, gut. Ja. Gut. Also, ich habe mal ein bisschen angefangen, mir irgendwie coole Klamotten rauszupicken. Dann habe ich angefangen mit den Muscheln, die so lange zu würfeln, bis die halbwegs gute Sachen hatten. Und bin dann mit Kohle hingegangen und habe andere Sachen halt, wie ihr sagtet, auf Level zerreißen, damit ich Fragmente kriege. Aber an dem Fragment kriegen ist es schon wieder gescheitert. Du musst so viel spielen, um deine, keine Ahnung, sag mal so, du nimmst Klamotten mit 9 leeren Slots. Ja, also du ziehst sie komplett von 0 auf 3 hoch, alle 3 gleichzeitig. Reißt die kaputt und dann garantiert dir ja niemand, dass du ein einziges von den Fragmenten kriegst, das, die du überhaupt wolltest. Tja. Okay. Splatoon 1 also war wahrscheinlich noch verdammt schlimm. Lange spielen. Trotzdem. Ist doch gut. Danke, Schwere. Easy peasy. Kann ich da eigentlich nicht hoch? Was ist das denn für den Scheiße? Das ist doch, da muss man springen. Das, nein, ich hab's überhaupt gar nicht gesehen. Fuck! Fuck! Blalalala, blalalala, blalalala. Scheiße. Da ist ein. Fuck! Blöde Stinky. Le Bomber. Nee, was doch? Le Bomber hat mich gedacht. Das war die Bombe, die scheiß Bombe. Fuck, wie springt der so? Ich bin ziemlich weit in deren Base. Cool. Das ist jetzt meine, okay? Der Darkrai hat zwar einen Cringe-Namen, aber der ist nicht schlecht. Oh shit. Ich versuch mal den einen Gang da rechts. Ja. Hör mal den Gang mal rechts, den sonst nicht. Hahaha, Sportkill! Oh, ich fühle mich wie die Assis. Was ich fühle normalerweise gegen uns. Fuck! Ja. Ja. Ich bin unzufrieden. Ja, fuck. Okay, bin tot. Die haben 2 Teleporter. Der Blaster ist scheiße, der hat gar keine Range. Ach. Nein, ich dachte, er hat wenigstens Range. Nee, er kann halt nur geil killen, finde ich. Nein, kann er nicht, der braucht 2 Hits und die brauchen 100 Jahre, bis sie schießen. Double Frag! Okay, hab einen. Wow, ich bin schon. Hast du gerade Double Frag gesagt? Das sagt man aber nicht. Oh, ich hasse diese Wolken. Die werden auf Dauer ziemlich nervig, ja. Da ist einer! Tschüss! Mistiges Reichweitending. Mistiges Reichweitending. Platz rechts hat ein Special Abendding. Ha, da hab ich einen beim Springen erwischt. Ho, 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 ich bin eine Weihnachtsfrau. Kacke! Hier ist Tomdos! Oh fuck! Schon wieder nicht, schon wieder du! Hier ist Tomdos! Schwamm wird größer. Krei, Alter. Darkrai, ja. Wir haben Teleporter direkt bei uns. Shit. Dino-Roller, Alter. Aber ich bin ja froh, dass unser Team vorne so viele krasse Leute da hat, ja? Kann ich jetzt mal so sagen. Fuck you! Ich krieg den nicht! Wieso nicht? Geil. Bei der Map ist es übrigens essentiell, dass man diese scheiß Rail-Dinger benutzt. Ja. Easy verloren. Ja, also die Rail-Dinger, die sollten wir mehr umkämpfen, weil die mal eben zu aktivieren geht halt nicht. Ganz unten. Das Problem ist echt, die hatten ihre blöden Teleporter-Dinger. Ja. Die sind fies, aber die kann ich gar nicht benutzen, wenn wir die im Team hätten. Nee, weil du gegenseitig deine Jumps covern musst. Das ist ein ziemliches. Nee, ich kann die nicht mal auswählen. Nicht? Nee, dazu musst du Bewegungssteuerung benutzen. Oh. Ja, das ist. Ja, ohne Bewegungssteuerung bist du irgendwie sowieso aufgeschmissen in dem Spiel. Ja, ist irgendwie frech.
Habe ich sogar bei Zelda gemerkt, als ich mal wieder diesen Rubinhasen mal vor der Nase hatte und mir dachte, Alter, wie willst du den eigentlich mehr als einmal treffen? Ach ja, richtig, wenn du mit einer Bewegungssteuerung so crazy durch die Gegend zitterst, dann kannst du ihm vielleicht ein paar mehr Pfeile reinjagen, während der Haken schlägt, okay. Aber le Joystick? Nein, du musst in der Luft sein und dann voll Slow-Mo. Ja, okay, mit dem Slow-Mo-Ding kriegst du ja eh alles platt. Das ist ja voll der Imba-Move bei Shelder. Slow-Mo. Da. Masti ist disconnected, oder? Wir sind zu dritt. Was? Was? Oh no! Marcy! Nein! Aber das heißt, wir gewinnen easy, weil die Gegner sind schlecht. Ich bin disconnected, aber ich bin noch drin. Wir sind zu dritt gerade. Ja, wir sind zu dritt. Du bist bei uns nicht drin. Ich bin in der Mitte, brauch Unterstützung. Scheiße. Auf jeden Fall hätte ich gerne. Noch ist keiner da. Hier ein Schild für dich. Aber besser die Mitte halten. Oh, da kommt einer. Le Schild und also mit Ball. Ben! Nicht töten lassen. Okay, geh ihm hinterher. Nein, ich hab die Ulti an. Das ist unpraktisch. Fuck you! Die Gegner sind echt schlecht. Nein! Mir geht's gut. Ja, ich meine, wir haben die Mitte und sind die dritte. Das angeballert. Gut, gut, gut. Gutes Tempwork. Ja, ich musste zwar mein Special ein bisschen opfern, aber. Ja, gut, wir sind zu dritt. Ernsthaft, Mann? Oh, der hat mich sogar noch gekillt, der sprang. LOL, Ulti weg. Weg damit. Yo! Ey, wie gesagt, dieses Scheißding. In der Luft bist du teilweise aufgeschmissen und wirst von allen getroffen. Einer ist in der Mitte, einer geht zu uns rüber. Hinter mir! Konnte er das? Flucht, Flucht! Down. Ich muss dich von der Mitte zurückziehen. Wo ist er denn? Oh, hab den links von dir? Ah, links, komm, links. Wir rollen, man, da, und Teil einer. Nicht. Nein, du will. Ja, die haben halt ihre ganze Basis. Das ist echt der eigene Mann, der fehlt. Unsere Stage-Spieler. Ja, 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 ja. Wer Marcy halt nicht nur ein Geist? Sondern ein NPC. Also im echten Leben. Ganz im Ernst, ich benutze jetzt mein Special mal, um unsere Base einzufärben. Viel Spaß. Ich weiß gar nicht, was ein Special ist. Ich tue auch gerade auch ein bisschen Base. Ja, Der färbt wie Sau. Wir brauchen einen Angriffsplan. Einzeln reinlaufen bringt gar nichts, die sind mindestens zu zweit gegen einen. Das ist richtig. Boah. Weil 4 ist doppelt so viel wie 3. Kannst dich mal verpissen, danke. Ich bin jetzt hier oben. Double Break. Hab einen in der Mitte ausgeschaltet. Ja. Mit Blut und so. Ja, schon ein bisschen. Also bei mir ist das schon immer ein bisschen mehr brutal, weißt du ja. Okay. Komm von links in der zur Mitte. Wir sind zu zweit in der Mitte. Schon wer hat die Mitte geklärt? Da kommt ein Kalligraphi-Mongi und den habe ich auch. Gewichst. Alles gut, alles gut. Kommt er da von rechts? Er will durch, schon mehr. Nee. Daumen. Sehr gut. Links! Easy. Komme. Da springt einer hin. Fuck! Ich habe zweimal erwischt. Okay. Ich sag doch, wir gewinnen das easy. Wenn wir das haben. Das der kam gut. Doch, der kam gut. Schaut euch das an. Zieh dir rein, was der Curling-Spam da oben rechts noch angerichtet hat. Jammer. Aber dem Schottenbär will man ja nicht glauben. Blink. Da hatte ich kein Vertrauen drin, muss ich ehrlich sagen. Vertrauen. Ich war besser als Marcy. Super Forwards Fern. Also, den Rank-Up habe ich wieder 20 verdient. Minuten übrigens. Das ist richtig, aber ich bin happy und man könnte ja ein Outro machen. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann doch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren bei allen natürlich, auch bei Marcy, selbst wenn er jetzt nicht mehr dabei war am Ende. Ja. Dann ist raus, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.